Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Und heute war ich bereits vor dem Beginn der Folge etwas fleißig, denn da unten haben wir nun die Straßenverbindung hintenrum an unserem Kolosseum. Ich habe auch das Netherportal da in die Therme rein verlegt. Was noch fehlt, ist hier die Gestaltung des Zwischenraums. Das wird etwas Zeit brauchen. Und dann hier auf der anderen Seite war ich auch noch etwas beschäftigt mit der Aschewolke. Und wenn wir da etwas reinzoomen, können wir da unten sehen, ja, da glüht es auch so richtig heiß. Und ich denke, in der Zwischenzeit habe ich doch einiges da rein investiert, so dass wir die Wolke vielleicht als abgeschlossen betrachten können. Es gäbe noch viel zu tun, aber irgendwo muss ein Schlussstrich gezogen werden. Und ich denke, bis am Ende der heutigen Folge können wir auch die pyroplastischen Ströme da rauslassen. Aber heute etwas Terraforming, schauen, dass wir unsere Gebäude nicht mehr in der Luft stehen lassen, sondern dass die auch soliden Grund darunter haben. Das heißt, da hinten rum, da muss etwas geschehen und auch da bei der Basilika, da auf dieser Seite, da im hinteren Eck, da gibt es etwas Wasser und dann auf dieser Seite, da haben wir ja unsere Straße durchgemacht, aber da haben wir auch noch eine Kluft dazwischen. Das heißt, da braucht es ein bisschen Terraforming dazwischen und wahrscheinlich da unten würde es sich anbieten, die Ziegel bis ganz nach unten durchzuziehen. Also, da habe ich ja einiges vor und ich denke, am besten machen wir das etwas mit Timelapse. Habe ich den abgetragenen Hügel hier wieder mit etwas Erde, was irgendwann zu Gras werden wird, und Sand aufgefüllt. Und auch hier auf dieser Seite, wo die Therme etwas im Wasser stand, haben wir jetzt rundherum ein bisschen Sandaufschüttung. Hier auf dieser Seite manchmal etwas steil. Aber das wird sich geben, ist ja alles unter Wasser. Und wenn wir jetzt da nach hinten gehen, auf dieser Seite war ich auch fleißig. Und ich habe hier auf beiden Seiten etwas Gras platziert. Hier haben wir eine etwas steilere Wand. Und das Ganze ist so etwas wie eine Häuserschlucht, einfach in der Antike. Und hier auf beiden Seiten musste ich dann die Wand etwas nach unten ziehen, so dass das Ganze dann auch einigermaßen gut aussieht. Der letzte Punkt, das letzte Projekt für heute, ist diese hintere Ecke, wo der Fluss direkt unter der Basilika durchgeht.
Und ich denke, da werde ich sowas Ähnliches machen wie das Brückendesign vom letzten Mal. In Bezug auf die Materialien bin ich mir noch nicht ganz sicher. Entweder Blackstone oder Deep Slate. Auf der Seite, wo wir noch etwas Land haben, denke ich, machen wir einfach das Land etwas breiter. Und dann hier werden wir etwas mit Deep Slate arbeiten. Das ist unsere, machen wir Zeilen, die sind drei breit. Dann hier oben machen wir nicht die Tiles hin, sondern die Bricks. Hier in der Mitte machen wir das Chiseled. Und dann haben wir hier eine Treppe. Eins, zwei, drei. Und dann kommt da die nächste Treppe. Und oben drüber machen wir auch noch eine Reihe Treppen, sodass das so aussieht. Und das heißt, da haben wir die Treppe, dann haben wir hier wieder unsere normalen Blöcke. Hier Treppe. Eins, zwei, drei. Und das Ganze bis nach drüben und dann auch auf der hinteren Seite. Das sieht doch schon sehr viel strukturell stabiler aus, auch wenn es in Minecraft nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber wir haben da, wo wir die Säulen haben, auch nach außen noch Verstärkung mit Blackstone. Der Rest ist in Deep Slate gehalten. Damit können wir auch dieses Projekt ad acta legen. Und ich habe euch versprochen, dass wir heute noch die pyroplastischen Ströme loslassen. Müssen das hier mal auf die Seite schaffen und dann auch hier die ganzen Kisten beseitigen. Ich mache das mal rasch. Und dann können wir da oben die Steinblöcke entfernen und dann sollte die ganze Lava da rausfließen. Ein Steinblock, der die Lava zurückhält, ist hier vorne und ein weiterer auf der hinteren Seite. Und ja. Habe ich befürchtet, dass wir da vielleicht die Lava platzieren müssen. Und wahrscheinlich müssen wir dasselbe auf der anderen Seite auch machen, sodass sie rausfließt. Yep. Und dann müssen wir jetzt nur warten, bis die Ströme
da sich nach unten wälzen. Mit der Lava nun auch fließend können wir den Vulkan, auch dieses Projekt, abschließen. Und das war eine richtig erfolgreiche Folge. Zwei Projekte abgeschlossen, kein neues angefangen. Da müssen wir wirklich schauen, was wir da noch nächstes Mal machen können. Aber für heute war es das mal. Und schaltet doch auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, ein neuer Tag in Minecraft. Also bis dann, tschüss!